Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog, der heute mal im Garten startet, beziehungsweise auf der Terrasse. Es ist Wochenende und es stehen heute ein paar Aufgaben an, die ich erledigen möchte. Zum Beispiel hier oben Rasen mähen. Hier haben wir ja keinen Mähroboter im Gegensatz zum unteren Teil des Gartens, wo ich den Mähroboter diese Woche in Betrieb genommen habe. Und unsere beiden Kater, den zum ersten Mal gesehen haben in Action. Und es war einigermaßen lustig. Ich spiele euch gleich mal ein paar Clips hier nebenher ein oder hinten dran, weiß ich noch nicht so genau, wo ich mitgefilmt habe, wie so die erste Begegnung mit dem Mähroboter war. An den Saugroboter, den wir haben, haben sie sich ja schon ziemlich gewöhnt, aber der Mähroboter macht halt ein bisschen andere Geräusche. Und ja, zeige ich euch gleich. So, also ich werde hier Rasen mähen, dann werde ich noch ein bisschen Kaffee, den ich gesammelt habe, ausbringen. Ich habe hier einen ganzen Eimer voll Kaffeesatz, was ja ein guter Dünger ist. Und den haben wir gesammelt, um ihn als Dünger auf dem Rasen auszubringen. Das werde ich auf der unteren Ebene machen, weil da gestern zuletzt gemäht wurde vom Mähroboter. Das werde ich machen. Und dann habe ich vor, meine Lupinen endlich auszupflanzen. Leider sind nur 5 Stück rausgekommen. Theoretisch brauche ich auch nur 3, aber dann habe ich wenigstens noch welche in Reserve. Die anderen beiden werde ich noch unterkriegen. Aber ich wollte eigentlich auf jeden Fall 3 Stück nachziehen. Und so gesehen kann ich ja froh sein, dass aus den 10 gepflanzten Samen wenigstens 5 Lupinen rausgekommen sind. Bei den rosanen, falls ihr das verfolgt haben solltet, hat sich tatsächlich nichts getan. Das heißt, die Samen waren wohl doch noch nicht reif. Aber eine kleine Ausbeute habe ich hier und die werde ich dann nachher noch einpflanzen. Und dann noch so ein bisschen Instandhaltung, die ganzen verblühten Frühlingsblüher, die da im Hintergrund zu sehen sind, noch so ein bisschen zurückschneiden, da wo ich das machen kann, weil die brauchen natürlich auch noch Zeit, um ihre Kraft wieder in die Knollen und Zwiebeln zurückzuziehen. Aber ja, so der Plan für heute. Wir waren auch diese Woche schon auf der zweiten Gartenmesse. Auch da habe ich euch ein bisschen mitgenommen und Fotos gemacht, beziehungsweise ein paar Videoclips. Die werde ich euch nachher noch so ein bisschen mit Musik unterlegt wieder zeigen. Und ja, jetzt werde ich erstmal meine Gartenaufgaben erledigen. So, ich habe jetzt ein bisschen klar Schiff gemacht hier im Beet. Wenn es vielleicht auch nicht so aussieht, aber alles Verblühte habe ich, soweit es ging, entfernt. Und ich habe meine vorgezogenen weißen Lupinen gepflanzt. Einmal hier, einmal da und dann auf der anderen Seite vom Beet noch 2 Stück. Und habe die jetzt mal kräftig angegossen. Und hoffe, dass meine Bemühungen mit der Auf- und Vorzucht oder Vor- und Aufzucht, so rum vielleicht eher, von Erfolg gekrönt sind. Solange er da mit seinem Hintern
nicht den Schneckenschutz wegschiebt. Da habe ich, falls ihr das noch nie gesehen habt und neu auf meinem Kanal seid, wenn ich Sachen pflanze, die bei Schnecken sehr beliebt sind, dann mache ich da so Töpfchen drumherum mit Kupferband, was die Schnecken einigermaßen weghält. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr habt ein ebenso schönes Wochenende gehabt wie wir hier. Es war ja jetzt endlich mal sonnig, fast schon sommerlich bei uns hier im Süden Deutschlands, nachdem der Großteil des Mais ja eher verregnet war. Und wir haben am Sonntag tatsächlich gegrillt und auch draußen gegessen abends. Bis um, ich glaube, 7:30 haben wir draußen gesessen oder sogar bis um 8. Und das ist jetzt im Mai noch gar nicht vorgekommen. Und es war mal so richtig schön entspannt. Den ganzen Tag haben wir auf der Terrasse rumgelümmelt und gelesen. Und endlich mal richtig schön frühlingshaft. Ja, wie gesagt, fast schon sommerlich am Sonntag. Samstag habe ich euch ja so ein bisschen mitgenommen. Bei der Gartenarbeit, da habe ich so ein bisschen Maintenance gemacht, was eben so in der Gartensaison ständig anfällt. Heute werde ich noch ein paar Topfpflanzen entsorgen, die leider den Winter nicht überlebt haben. Da habe ich eigentlich gedacht, die kommen noch, aber nachdem sich bis jetzt nichts getan hat, kommen die weg. Und ich pflanze was Neues. Also nichts, was ich gekauft habe, sondern was ich selber vermehre. Und das mache ich heute. Dann nehme ich euch aber jetzt nicht unbedingt mit, weil das sonst, glaube ich, zu viel Garten-Content wird. Das ist echt schwierig, sich die Wimpern zu tuschen und nebenher zu quatschen. das wird sonst zu viel Garten-Content. Ich habe heute noch so ein bisschen andere Sachen vor, wo ich euch vielleicht mitnehmen kann. Dann wollte ich euch noch ein Update geben zu etwas, das ich gerade teste. Und ich werde am Ende dieses Vlogs natürlich auch wieder ein Update zu Sachen machen, die ich vor einer Weile mal zugeschickt bekommen habe und euch jetzt mein Langzeitfazit sozusagen geben will. Das habe ich ja im letzten Vlog auch am Ende gemacht. Schauen wir einfach mal, was die nächsten Tage so bringen, was ich mitfilmen kann. Wo ich euch mitnehmen kann, was ich euch zeigen kann und möchte. Und jetzt mache ich mich hier erstmal zu Ende fertig, bevor ich mir noch mit der Bürste ins Auge steche. Einen schönen guten Abend wünsche ich euch, ihr Lieben. Ja, ich weiß, wir haben uns heute Morgen zuletzt gesehen, als ich mich für den Tag fertig gemacht habe. Und jetzt bin ich schon wieder im Begriff, mich abzuschminken und für die Nacht vorzubereiten. Ich glänze wie eine Specksparte. Ich habe aber nicht nachgepudert, das ist Stand von heute Morgen. Und ich bin dann ja in den Garten rausgegangen. Ich glaube, ich hatte euch das erzählt, dass ich vorhatte, im Garten was zu machen.
nicht ahnend, dass ich dort mehrere Stunden verbringen würde, weil ich ungeplanterweise einen großen Busch auf den Stumpf gesetzt habe. Aber ich wollte mich ja jetzt erstmal für die Nacht fertig machen und mich abschminken. Und ich möchte euch ein Produkt vorstellen, das ich in den letzten Wochen für euch getestet habe. Das habe ich auch hier und da mal so angeteasert und ein paar von euch sind auch drauf angesprungen. Und zwar habe ich zugeschickt bekommen zum Testen die Imim straffende und formende Halscreme. Habt ihr sicher auch schon mal gesehen, also ich habe sie schon mehrfach gesehen und ich habe sie jetzt, wie gesagt, in den letzten Wochen getestet, um genau zu sein, 4 Wochen, morgens und abends. Und da werde ich euch auch gleich die Anwendung zeigen. Aber ich möchte euch erst ein bisschen was dazu sagen. Ich habe auch vorher Bilder gemacht, als ich angefangen habe, diese Creme zu benutzen. Und ich habe heute auch Bilder gemacht vom aktuellen Stand. Ich würde jetzt nicht sagen nachher Bilder und ich kann euch auch kein endgültiges Fazit nennen, weil ich einfach noch nicht fertig bin mit dem Testen. Aber ich dachte so, nach 4 Wochen kann ich sie euch mal vorstellen. Es ist noch relativ viel drin in meinem Tiegelchen. Das ist übrigens Kunststoff. Und diese Creme ist speziell entwickelt für Hals und Dekolleté, um zum Beispiel horizontale Linien zu mildern oder denen vorzubeugen, auch die Knitterfältchen und einfach Hals und Dekolleté zu pflegen und zu straffen. Und es sind richtig tolle Inhaltsstoffe drin, nämlich Oligopeptide, Hyaluronsäure, Shea Butter und Ascorbinsäure, das ja Vitamin C ist. Und die zusammen haben wunderbare Eigenschaften. Sie spenden Feuchtigkeit, sorgen also für den Feuchtigkeitsausgleich der Haut, regen die Zellerneuerung an. Vitamin C ist ja dafür bekannt, dass es die Haut so ein bisschen aufhält, sprich es wirkt gegen Pigmentflecken oder auch Pickelmale und lässt die Haut einfach strahlender und klarer aussehen. Und Shea Butter fügt ja Feuchtigkeit hinzu und pflegt, was natürlich jetzt auch bei dem Wetter, wo es langsam Sommer wird, richtig gut ist, wenn man dann, so wie ich heute, länger ungeplant in der Sonne unterwegs ist. Und sorgt für Zellerneuerung und das Ganze ohne schädliche Inhaltsstoffe wie Parabene. Es sind auch keine Duftstoffe drin und die riecht doch ziemlich gut. Und das Ganze auch ohne Tierversuche, dafür aber mit einer Geld-Zurück-Garantie. Und ich zeige euch das mal. Ich finde, die riecht angenehm. So, Gesicht, Hals und Dekolleté sind gereinigt. Und weil ich gleich noch meine LED-Maske machen möchte, habe ich nichts weiter aufgetragen, außer ein bisschen Creme unter den Augen, um die schon mal zu entspannen. Und dann kommt noch ein bisschen Kokosöl auf die Lippen. Und ich habe euch vorher Bilder und Stand jetzt Bilder gemacht. Ich weiß nicht, ob das so die besten Beispiele dafür sind, euch zu zeigen, wie die Wirkung ist, weil ich ja grundsätzlich mal keinen allzu faltigen Hals habe. Ich habe Knitterfältchen am Dekolleté und das ist jetzt heute, ich weiß nicht, ob man das bei dem Licht sehen kann, hier leicht gerötet, weil ich, wie gesagt, länger im Garten geblieben bin als gedacht und ich keinen Sonnenschutz getragen habe, weil ich einfach dachte, ich bin nicht so lange da und dann, wie dem auch sei. Also, ich benutze diese Creme regelmäßig morgens und abends und ich mache das immer so, ich nehme ein bisschen mehr. Sieht man das überhaupt? Mache mir das hier so tupfend auf den Hals. Und aufs Dekolleté. Und obwohl ich mehr nehme, irgendwie habe ich das Gefühl, der Tiegel wird nicht leerer. So, dann habe ich das hier. Und was ich sagen wollte ist, ich bin vielleicht nicht das beste Beispiel, euch zu zeigen, wie es wirkt. Für mich ist es mehr ein Gefühl. Also ich merke, dass meine Haut geschmeidiger ist, das sieht man nicht, das fühlt man und ja, mit feinen Linien kann ich hier nicht so sehr dienen, weil ich einfach schon lange Hals und Dekolleté mitpflege, aber ich weiß, dass viele Frauen
und auch Männer natürlich, das gerne vergessen und ihre Pflege hier oder bestenfalls hier endet, aber das Dekolleté nicht mitgemacht wird. Und deshalb finde ich es gut, dass es so eine Creme gibt, die eigentlich für Hals und Dekolleté gedacht ist, sodass man wirklich weiß, aha, die muss ich jetzt nehmen oder sollte ich jetzt nehmen, um damit eben diesen Bereich zu pflegen und nicht nur das Gesicht. Ja, die Creme zieht sehr schnell ein, finde ich, hinterlässt keinen klebrigen Film. Meine Haut fühlt sich geschmeidiger an. Ich finde auch, dass sie elastischer ist. Wie ihr wisst, schlafe ich ja seit geraumer Zeit auf einem Memory Foam Kissen mit einem entweder Satin- oder Seidenkissenbezug. Das hilft der Haut natürlich auch, nicht so verknittert zu sein morgens. Allerdings am Dekolleté, je nachdem wie man schläft, ich bin ein typischer Seitenschläfer, am Dekolleté hat man morgens dann meistens solche Knitterfalten. Und die, finde ich, sind mit einer entsprechenden Pflege weniger zu sehen, beziehungsweise wenn ich das morgens auftrage, sind die dann einfach schneller wieder entknittert. Also ich finde, speziell für jemanden, der gerne mal Hals- und Dekolleté-Bereich vergisst oder eben auch sich einfach was Gutes tun will, ist so eine Creme echt ideal. Und ich werde, nachdem der Tiegel ja nicht signifikant leerer geworden ist bisher, werde ich auch noch eine ganze Weile daran testen können und euch dann zu gegebener Zeit spätestens in einem Aufgebraucht-Video nochmal ein Update geben. Aber das wäre mal ein Tipp, falls ihr auf der Suche nach so einem Produkt seid, das speziell für Hals und Dekolleté entwickelt ist. Und damit ihr das auch testen könnt, war Imim so freundlich und hat mir einen Rabattcode gegeben, den ich mir leider gar nicht merken kann. Den blende ich hier ein und schreibe ihn euch auch in die Infobox. Und damit bekommt ihr 20% Rabatt, wenn ihr über Amazon bestellt. Auch den Link setze ich euch unten rein. Und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, wenn ihr das ausprobiert, spart ihr schon mal 20%. Und wenn ihr nicht zufrieden seid, dann bekommt ihr ohne Wenn und Aber euer Geld zurück. Und das, finde ich, ist ein Wort. Da sieht man, dass die Firma hinter dem Produkt steht und Vertrauen in ihr Produkt hat. Wie gesagt, ich werde es weiter testen. Ich habe euch bestenfalls hier nebenher auch die Vorher- und Stand-Ist-Bilder eingeblendet und ihr könnt euch da selber ein Bild machen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich da so die beste Person bin, aber ich kann euch nur sagen, wie ich das empfinde, wie ich es fühle. Ob man es jetzt als Außenstehender sehen kann, sei dahingestellt. Ich teste weiter. Und jetzt mache ich meine LED-Maske. Ja, während hier das Abendessen vorbereitet wird, das sind übrigens cremige Fusilli in Spinatsoße oder so ähnlich. Cremige Fusilli in Pilzspinatsoße mit Champignons und da beschlägt glatt die Linse. Ja, während das hier vorbereitet wird, sind schon die spontan gemachten Apfel-Zimt-Schnecken fertig. Und eigentlich würde ich jetzt gerade momentan den Nachtisch dem eigentlichen Essen vorziehen. Darf ich mal eben sagen, dass ich neidisch bin auf diejenigen, die gerade schönstes Frühlingswetter haben? Es fällt mir wirklich schwer, muss ich sagen, so richtig in Frühlingsstimmung zu kommen. Wenn wir einen Tag schönes Wetter haben, so wie am vergangenen Wochenende, und dann 3 Tage Regenwetter, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wobei, heute ist es trocken, hier der Wetterbericht. Es ist trocken, aber es hat wieder deutlich abgekühlt und es ist recht windig. Was eigentlich nicht so schlimm ist, weil ich heute schon hier, da und überall gewesen bin. Also ich bin nur durch die Gegend gewuselt seit heute Morgen um 7:30.
Jetzt ist es kurz vor zwei und ich habe das Gefühl, ich habe nichts geschafft. Ich weiß nicht, ich habe so viele Sachen, diese tausend Kleinigkeiten, die man am Tag macht und dann trotzdem hinterher das Gefühl hat, man hat nichts geschafft. So ein Tag ist heute und wir haben uns, glaube ich, vorgestern zuletzt gesehen, als ich ungeplant im Garten einen großen Busch geschnitten habe und ich habe, ich will nicht sagen Muskelkater, aber mir tut von hier, von der Schulter hier quer rüber bis zu der Schulter alles weh. Als ich heute Morgen mit dem Auto unterwegs war und den Rückwärtsgang eingelegt habe, ich fahre ja Schaltgetriebe, ich habe fast den Schaltknüppel nicht in den Rückwärtsgang gekriegt. Der ist bei mir sowieso ein bisschen schwergängig und ich habe gedacht, Entschuldigung, was soll das? Also so komisch, hier so quer rüber hatte ich noch nie Probleme nach einem Tag Gartenarbeit und das war beileibe auch nicht die schwerste Gartenarbeit, die ich bisher gemacht habe. Es wird auf jeden Fall lustig heute Abend, weil heute Abend wieder Funktionstraining angesagt ist und wir da gerne mal Übungen machen, zum Beispiel in der Bank, so mit Katzenbuckel und so. Wir werden sehen. Jetzt möchte ich aber erstmal ein bisschen Energie tanken und mir einen Smoothie machen. Und zwar einen Erdnussbutter-Bananensmoothie. Ich weiß, ich habe euch diese Erdnussbutter schon mal in einem Vlog gezeigt, als ich die gekauft habe. Und die ist immer noch original verschlossen, weil ich bis jetzt noch nicht die Muße hatte. Und dazu kam mir einen Erdnussbutter-Smoothie zu machen. Und den habe ich letztes Jahr so gefeiert und geliebt und nahezu täglich getrunken. Ich muss allerdings sagen, dass die Erdnussbutter ziemlich flüssig ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Wird ja eh flüssig. Diesmal nehme ich Sojamilch, weil ich momentan keinen Mandeldrink mehr verwende, sondern nur noch Haferdrink und Sojadrink. Hafer für den Kaffee, Soja fürs Müsli. Das mache ich mir später auch noch. Mal gucken, ich weiß noch nicht so genau wann. Und heute Abend wollte ich euch mal wieder mitnehmen beim Kochen, wenn ich es denn schaffe. Ich bin heute Abend alleine, weil mein Mann unterwegs ist. Das heißt, ich werde vor meinem Training, so ich denn dazu komme, das Gericht kochen, damit ich es nach dem Training direkt nochmal aufwärmen und essen kann. Und weil das ja eigentlich für zwei Personen ist, habe ich die nächste Portion dann morgen, wo ich auch wieder abends alleine bin. So, also heute gibt es Maxi-Tortelli mit Pilzfüllung in Spinatrahmen, getoppt mit Hartkäse-Flakes und Chiliöl. So soll das Ganze dann hinterher aussehen. Ja, mal gucken, ob ich das mache, wie ich das mache. Vielleicht habe ich auch heute Abend gar keinen Hunger und lasse es sein. Aber die Sachen sind ja da, die sind frisch und die müssen weg, gerade mit dem Babyspinat und den Champignons, die da drin sind. Wir werden sehen. Wenn ich es koche, dann nehme ich euch mit. Und ich wollte das vorm Training machen, weil ich nach dem Training erst um kurz nach 8 wieder zu Hause bin und mich dann noch hinstellen, eine halbe Stunde kochen, habe ich tatsächlich keine Lust. Das weiß ich definitiv. So gut. Lecker. So, und da bin ich auch schon wieder. Allerdings ist es jetzt ein paar Stunden später und ich habe tatsächlich nahezu alles geschafft, das ich heute vorhatte. Also ich war doch noch ein bisschen produktiv die letzten paar Stunden. Jetzt ist es Zeit zum Kochen. Und ich hatte euch das ja heute Mittag schon mal gezeigt, was es gibt. Maxi-Tortelli. Und ich habe mir jetzt gerade die Sachen aus dem Kühlschrank schon rausgeholt. Sprich die fertigen Tortelli. Spinat kommt rein. Käse kommt rein. Champignons. Und die
trockenen bzw. nicht gekühlten Zutaten muss ich jetzt noch aus der Speisekammer holen. Und dann kochen wir zusammen ein Gericht. Ja, also ich mache das jetzt tatsächlich, bevor ich ins Training fahre, damit ich dann nachher was zu essen habe. Weil ich nicht glaube, dass ich heute keinen Hunger mehr habe. Ich habe nämlich mein Müsli heute Mittag dann doch nicht gemacht. Das heißt, das Letzte, was ich zu mir genommen habe, war tatsächlich der Erdbeer-Bananen-Smoothie. Nicht Erdbeer. Erdbeer. Wie komme ich denn auf Erdbeeren? Keine Ahnung. Der Erdnuss-Bananen-Smoothie. Und davor war es auch nicht allzu viel. Also werde ich nach dem Training auf jeden Fall Hunger haben. Aber vor dem Training esse ich mit Sicherheit nichts mehr. Also, los geht's. Jetzt wird gekocht. Das ging jetzt doch tatsächlich wesentlich schneller als gedacht. Ich habe das Rezept aber ein bisschen abgewandelt. Eigentlich hätte man aus einem Teil von der Kochsahne und dem Spinat eine grüne Soße machen sollen und dann den restlichen Spinat ganz rein, also einmal pürieren und einmal ganz rein. Ich habe jetzt den Spinat komplett in die Soße gemacht, weil ich das ja eh nachher aufwärme und mir gefällt das so eigentlich auch besser. Nächste Komponente sind die gebratenen Champignons. Und die Tortelli. Und das wird jetzt alles zusammengemixt und dann später noch mit dem Chiliöl, das ich vorhin vorbereitet habe, und geraspeltem Hartkäse getoppt. Das heißt, ich mixe das jetzt schon mal zusammen und dann brauche ich mir das nachher, wenn ich vom Training komme, nur noch kurz aufwärmen. So, das Essen ist gekocht. Ich habe sogar schon gespült, weshalb mir wahrscheinlich jetzt gerade die Zeit so ein bisschen davon rennt. Ich habe mich umgezogen in meine Sportsachen, die Kater sind versorgt, haben gefressen und sind schon wieder draußen, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich fahre jetzt los und helft mir dran denken, dass ich nachher auf dem Nachhauseweg noch bei Netto anhalte. Das soll jetzt keine Werbung sein, nein. Aber mein Mann hat da was gesehen, was ich ihm mitbringen soll und ich fahre buchstäblich direkt daran vorbei auf dem Weg zum und vom Training nach Hause. Also, ich bin ganz außer Atem, weil ich mich jetzt so schnell umgezogen habe. Jetzt setze ich mich erstmal ins Auto, strampel mich eine Stunde ab beim Training und dann sehen wir uns, wenn ich dran denke, nachher hoffentlich nochmal. Ich hoffe mal, dass mein Essen bis dahin nicht völlig vermatscht ist. Und da bin ich auch schon wieder. Es ist kurz vor 8:30. Ich bin vor ein paar Minuten nach Hause gekommen und mein Essen steht jetzt schon in der Mikrowelle. Und ich bin so kaputt. Was ist das denn hier? In dem Licht sieht man so richtig meine abstehenden Haare. Ja, es waren wieder viele Bodenübungen. Und es war echt anstrengend, gerade weil mir das hier ja auch weh tut. Und ich glaube fast, dass ich auf der rechten Seite schon ein Impingement habe. Das habe ich aber nicht erst seit heute, sondern schon mehrere Monate. Aber das war heute echt anstrengend. Echt anstrengend. Gerade die Übungen, wo die Arme... Egal, ich warte jetzt, dass mein Essen fertig wird. Ich habe mir wirklich nur die Hälfte gemacht von dem, was ich vorhin... Vorhin ist gut. Vor inzwischen 3 Stunden gekocht habe. Die andere Hälfte ist noch hier im Topf. Ist sogar noch ein bisschen mehr als die Hälfte. Ich habe zwar gerade Hunger, aber... Essen ist fertig. Ich habe zwar Hunger, aber eigentlich möchte ich mich jetzt erstmal auf die Couch setzen. Ich habe auch daran gedacht, dass ich auf dem Rückweg noch beim
Supermarkt halt mache und das kaufe, was mein Mann da haben wollte, habe ich auch bekommen. Und jetzt ist Feierabend. Das heißt, ich werde jetzt erstmal mein Abendessen mir schmecken lassen. Ich hoffe, dass es schmeckt. Ich habe es noch gar nicht probiert. Und dann meine Abendroutine machen, meine LED-Maske machen, mich aufs Sofa setzen und darauf warten, dass mein Mann nach Hause kommt. Ja, wahrscheinlich werde ich auch noch ein paar YouTube-Videos gucken, weil meine Watchlist immer länger wird. Und ich hatte sie richtig schön abgearbeitet. Aber auch ich gucke sehr gerne lange Videos. Und da komme ich halt auch nicht immer so dazu. Und ich habe die Tage... Was war das noch? Ach, ist ja auch egal. Ich bin müde, ich bin fertig, ich habe Hunger. Ich will nur noch abschminken, mich umziehen, aufs Sofa, essen, nicht in der Reihenfolge, andersrum, erst essen, dann mich abschminken, umziehen und aufs Sofa. Ich werde mir jetzt einen schönen Abend machen, also bis dann. Achso, ich wollte ja noch sagen, wie das schmeckt, Moment. Gucken, ob es warm genug ist, es war noch ein bisschen Restwärme drin im Topf, aber... Gut, ausnahmsweise mal ein Gericht ohne Knoblauch. HelloFresh hat ja sehr oft Sachen mit Knoblauch. Und gestern gab es ein Gericht, da war viel Knoblauch drin, da habe ich schon gesagt. Zum Glück haben wir zwischen unseren Übungsmatten beim Training genügend Platz. Also so sieht das jetzt. Nicht, dass ihr das jetzt sehen könntet. Wieso könnt ihr das nicht sehen? So sieht das jetzt aus. Wunder der Technik. Dann wollen wir doch mal probieren. Ich esse das jetzt nicht im Stehen. Ich wollte nur mal sagen, wie es so schmeckt. Vielleicht noch ein Pilzchen und ein bisschen Spinat dazu. Ja. Ach, da kommt ja noch... Moment. Wo habe ich es denn? Da heiß. Hätte ich fast das Topping vergessen. Es kommt ja noch das angerührte Chiliöl drüber. Und geriebener Hartkäse. Die Menge ist zwar für das komplette Gericht, aber es ist ja nicht so, dass wir keinen Parmesan im Kühlschrank hätten. Also werde ich hier den ganzen Käse drauf machen. Denn Käse macht ja bekanntlich alles. Natürlich nicht mehr ganz so schön aus, aber jetzt kann ich es probieren und euch sagen, wie es schmeckt. Und diese eine Strähne hier, die stört mich. Also, wie schmeckt es? Mhm, sehr lecker. Dann werde ich mir das jetzt mal schmecken lassen. Und jetzt, schönen Abend noch. Hallo, guten Morgen. Wo ist der andere? Ich finde das Huhn auf dem Bild. Guck mal, was für ein toller Blauregen. Ist der nicht schön? So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich sehe etwas wild aus, weil ich gerade draußen rumgelaufen bin. Es ist zwar sonnig, aber relativ windig und es ist noch einigermaßen früh. Ich habe vorhin meinen Mann zum Zug gebracht, weil der heute auswärts einen
eine Veranstaltung hat und ich hole ihn dann heute Abend wieder ab. Da muss er nicht mit dem Auto dahin fahren. Jetzt bin ich gerade auf Tour und war in einer Gärtnerei, vor der ich gerade noch stehe. Sieht man, glaube ich, nee, kann man nicht sehen. Also ich war gerade in einer Gärtnerei, Schrägstrich Pflanzenschule, wo wir auch schon einiges für unseren Garten gekauft haben, um mal zu gucken, was ich als Ersatz für den Buchs nehmen kann, den ich ja Anfang der Woche auf den Stumpf gesetzt habe. Und das gestaltet sich gar nicht so einfach, weil ich dann natürlich auch meine Ansprüche habe. Ich hätte gerne was wieder, was immer grün ist, so wie der Buchs es war. Ich hätte allerdings auch ganz gerne was, was blüht, also was für die Insekten als Nahrung ist. Und es muss geeignet sein für die Nordwestseite. Und das ist wirklich nicht einfach. Das gestaltet sich etwas schwierig. Letzten Endes sind das alles Pflanzen, die da in Frage kommen, die wir schon im Vorgarten haben. Dass sich da irgendwie was wiederholt, wie zum Beispiel ein Blumenbuchs. Und eine andere Pflanze, einen Kleinstrauch, hat sie mir noch gezeigt. Da habe ich mir den Namen jetzt aber nicht gemerkt. Den haben wir noch nicht. Habe ich fotografiert. Soll mein Mann dann mal gucken. Wahrscheinlich werden wir dann demnächst nochmal hier aufschlagen und entsprechendes Gehölz holen. Mal sehen. Oh je, da steppt sich einer mit einem Big Bag irgendwas ab. Muckis. Ja, ich werde jetzt mal meine Tour fortsetzen und dann sehen wir uns später zu Hause wieder. Da habe ich euch ja noch ein Update zu geben zu Produkten, die ich in der Vergangenheit mal zugeschickt bekommen habe und wo ich euch jetzt sagen wollte, wie sich die langfristig bewährt haben. Mir knurrt schon wieder der Magen, also auf nach Hause. Und inzwischen sind wieder ein paar Stunden vergangen, nicht nur ein paar Stunden, um genau zu sein, haben wir jetzt kurz vor 4 und ich möchte ja noch mit euch sprechen über dieses Mal verschiedene Produkte, die ich mal zugeschickt bekommen habe, wo ich euch jetzt meine, ich würde jetzt sagen, Langzeitmeinung zu mitteilen möchte, abseits jeglicher Kooperation, das werde ich auch jedes Mal dazu sagen, das ist nicht gesponsert, überhaupt nichts. Ich habe die Sachen mal zugeschickt bekommen und habe sie jetzt ausreichend getestet und sage euch einfach meine ehrliche Meinung dazu, nachdem ich sie mehrere Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre in Gebrauch hatte. Es sind ja noch einige Sachen, die ich euch in den nächsten Vlogs zeigen möchte und heute schlage ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe und das, wo ich mich hier schon so drauf lehne, würde ich am liebsten direkt benutzen, weil ich total müde bin und ich merke den Wetterumschwung, es soll jetzt wieder richtig schönes Wetter werden und ich habe einen Kopf wie ein Rathaus, wie man so schön sagt. Aber the show must go on, ich habe alles erledigt, was ich heute zu erledigen hatte. Hab mir gerade meinen wohlverdienten Nachmittagskaffee gemacht und jetzt geht's um zweierlei Sachen, die ich euch nochmal zeigen möchte. Und zwar, wo ich mich hier die ganze Zeit schon drauf lehne, ist das. Und das sind schon zwei Sachen eigentlich, die ich euch zeigen will. Ich rück mal ein bisschen zurück und es kann sein, dass das wackelt, weil ihr gerade auf einem nicht ganz so stabilen Untergrund steht. Aber, also ich habe hier ein Memory Foam Kissen. Das habe ich euch, glaube ich, in einem Vlog im Januar vorgestellt. Das hatte ich zugeschickt bekommen zum Testen. Und seitdem schlafe ich nur noch auf diesem Kissen. Ich hatte schon Wasserkissen. Ich habe ein anderes Memory Foam Kissen. Ich habe ein wohlbekanntes Kissen einer Schweizer Marke. Ich habe normale Kissen, Federkissen, Mikrofaserkissen. Ich habe eine ganze Kissensammlung. Aber auf nichts habe ich bisher so gut geschlafen wie auf dem. Und das ist nicht, weil ich sagen will, kauft euch das. Ich setze euch trotzdem logischerweise den Amazon-Link unten in die Infobox. Aber es ist wirklich so, ich schlafe darauf jetzt seit Januar und ich habe noch nie auf einem Kissen längerfristig so gut geschlafen wie auf diesem. Und es ist nicht einmal teuer. Und das ist ja der Knaller dabei. Es ist nicht mal teuer. Und ich hole es mal aus dem Bezug raus, über den ich dann nachher auch noch sprechen möchte, weil das ist dann
Das zweite. Und ja, der ist knubbelig. Da habe ich natürlich drauf geschlafen. Mehr Realität auf, was soll ich gerade sagen, Instagram. Nein, YouTube. Aber auf Instagram natürlich auch. Überall sollte man immer ehrlich sein. So, das ist dieses Kissen. Es ist nicht besonders schwer. Total biegsam. Wenn das kommt, ist das auch eingerollt und entfaltet sich dann. Und es ist ähnlich wie ein ebenfalls sehr bekanntes Kissen, das in den letzten Jahren quer über Social Media sehr gehypt wurde. Es hat hier eine kleine Aussparung, wo dann das Genick liegt. Also ich zeige euch das mal. So liegt man da drauf. Und hier hat es auch, sieht merkwürdig aus, ne? Hier hat es auch zwei Aussparungen. Das heißt, wenn man Seitenschläfer ist, wird das Gesicht nicht so platt gedrückt, sondern kommt in diese Vertiefung rein. Und hier wird dann auch automatisch die Schulter unterstützt. Also ich könnte direkt ins Bett krabbeln und ein Nickerchen machen. Wobei ich überhaupt nicht der Typ bin, der tagsüber schläft, nicht mal wenn ich krank bin. So, dann hat das einen abnehmbaren Bezug, hier mit Reißverschluss, den man waschen kann. Und hier ist auch ein kleines Täschchen eingearbeitet. Ich habe noch die Bilder in Erinnerung von der Präsentation, die ich da gesehen habe, wo dann ein Handy reingeschoben wird. Bitte, 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 legt das Handy beim Schlafen nicht direkt in die Nähe eures Kopfes und schon gar nicht ins Kissen. Ich habe gelegentlich mal ein Taschentuch da drin stecken, weil der Kissenbezug, den ich da drauf habe, auf dieser Seite dann geöffnet ist. Und wenn ich mir nachts die Nase putzen muss, weiß ich immer, wo ich hingreifen muss. Ja, also dieses Kissen, wie gesagt, ich verlinke euch das unten in der Infobox. Schaut einfach mal vorbei, wenn es euch interessiert, wenn ihr nach einem Kissen sucht, wo ihr zum kleinen Preis im Prinzip gut drauf schlafen könnt. Hier ist natürlich auch noch so eine Auswirkung. Das heißt, ihr könnt, eigentlich ist es gedacht, so drauf zu schlafen. Man kann, wenn es bequemer ist, auch so schlafen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich in der vorgesehenen Art und Weise richtig gut darauf schlaf, um nicht zu sagen, wie ein Baby. Und da drauf war jetzt vorhin dieser Kissenbezug und der ist von Lily Silk. Diese Kissenbezüge habe ich letztes Jahr irgendwann zugeschickt bekommen. Unter anderem von Lily Silk durfte ich mir aussuchen und ich weiß nicht, wie oft ich die jetzt schon aufgezogen und gewaschen habe. Die lasse ich dann auf der Leine trocknen und gebe sie dann bestenfalls in mein Fluffprogramm im Wäschetrockner. Also ich bügel die normalerweise nicht und ich trockne sie natürlich auch nicht im Trockner. Also wenn sie komplett trocken sind, auf der Wäscheleine, dann kommen sie in den Trockner. Da habe ich so ein 3 Minuten Auffluffprogramm für feine Sachen und dann kommen die wieder aufs Bett. Ich finde, ganz ehrlich, Bettwäsche bügeln ist also gar nicht meins. Also Hut ab vor denen, die Bettwäsche bügeln. Ich kenne da einige, aber wenn ich es direkt aus dem Trockner raushol und dann glatt streiche, dann reicht mir das. Und wenn ich da drauf schlafe, ist das sowieso direkt wieder einigermaßen verknubbelt. Und ich habe jetzt diese Kissenbezüge, davon habe ich 2 Stück in diesem Off-White. Und dann habe ich euch neulich erst, es war um die Osterzeit rum, die Kissenbezüge gezeigt, die ich zu dem Zeitpunkt zugeschickt bekommen habe. Die hatte ich mir dann in einem Silbergrau ausgesucht. Und ja, auch das habe ich nicht gebügelt jetzt. Das habe ich aus dem Trockner raus dann direkt gefaltet. Und so liegt das bei mir im Schrank. Wie gesagt, wenn ich einmal drauf schlafe, ist es sowieso zerknittert ein wenig. Und also das habe ich jetzt noch nicht so oft gewaschen, aber die weißen, wie gesagt, unzählige Male. Und auch mit den anderen Sachen, die ich von Lily Silk habe, bin ich eigentlich durchweg total zufrieden. Ich habe unter anderem 2 Sets von Scrunchies. Einmal die blauen, die ich neulich bekommen habe, und einmal die gelben, die ich letztes Jahr bekommen habe. Das war diese Signature Design mit der goldenen Lilie drauf. Richtig toll, und Lily Silk produziert nachhaltig.
Man kann geteilter Meinung darüber sein, wie Seide gewonnen wird. Da habe ich neulich erst einen Kommentar zu bekommen, der nicht böse gemeint war, der mich aber darauf hingewiesen hat. Und ja, man muss es für sich selber abwägen. Ich bin ein Fan von Seide, weil sie einfach so viele positive Eigenschaften hat. Und mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Und das sind übrigens Reste im Prinzip. Also Lily Silk macht ja Bettwäsche, Nachtwäsche, Mode, also Oberbekleidung. Und aus allem, was so an Verschnitt anfällt, werden dann so kleine Sachen gemacht, wie zum Beispiel diese Scrunchies. Und wenn ihr ein Kind der 80er, 90er seid, beziehungsweise mein Jahrgang in den 70ern, dann habt ihr als junge Mädchen mit Sicherheit auch das ein oder andere Scrunchie getragen, weil es eigentlich damals einfach modern war und auch jetzt wieder modern wird, genauso wie die Klammern. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, dann habt ihr die getragen, dann kennt ihr die und die sind natürlich aus Seide besonders sanft. Zum Haar. Die finde ich gut, vor allem die blauen trage ich sehr, sehr gerne. Ich trage ja ständig irgendwie Scrunchies, wenn ich jetzt mal einen Hausputz mache, wenn ich im Garten was arbeite. Und auch mal so im Alltag, wenn ich einen Zopf mache, dann nehme ich bevorzugt Scrunchies. Nicht nur die von Lily Silk, aber sehr gerne die von Lily Silk. Und was ihr auch schon öfter gesehen habt, wenn ich mal meine Haare lockig trage, dann ist es entweder vom Glätteisen oder Heatless Curls. Und auch das wird und wurde eine ganze Weile quer über Social Media gehypt, nämlich Heatless Curls mit diesen Würsten, mit diesen Riesenpapillotten. Ich bewahre meine so auf in der Tasche, in der sie gekommen ist. Ich sage immer Riesenpapillotte, manche sagen Würste dazu. Also das ist so ein Teil, auch das ist dann eben aus Resten hergestellt. So ein langes Schaumstoff gefülltes, total flexibles Teil. Lily Silk hat da so schöne kleine Perlchen am Ende. Hier ist der Kleber ein bisschen gelöst, weshalb die Perle jetzt nicht mehr in der Mitte sitzt. Die müsste eigentlich da sitzen. Das ist mir wurscht. Es geht mir nicht um die Perlen, die am Ende davon sind, sondern es geht um das ganze Teil. Und dazu kommen dann noch eben solche Scrunchies und ja, das habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt, wie ich damit meine hitzelosen Locken mache und das möchte ich nicht mehr missen, auch wenn ich es in letzter Zeit nicht so oft mache, aber ich denke mal jetzt im Sommer, wenn ich die Haare wieder länger antrocknen lasse, dann werde ich das wieder benutzen, weil die Haare sollen dafür ja im Prinzip nahezu trocken sein, nur noch eine ganz leichte Restfeuchte haben und im Winter lasse ich meine Haare definitiv nicht lufttrocknen. Wobei lufttrocknen für die Haare ja auch nicht wirklich so gut ist. Ich habe selber auch festgestellt, dass meine Haare wesentlich strohiger werden, wenn ich sie lufttrocknen lasse, im Gegensatz dazu, wie wenn ich sie jetzt mit der niedrigen Temperatur einfach trocken fülle. Also Heatless Curls immer mal wieder gerne, aber nicht permanent. Also das hier ist wirklich sehr erschwinglich, die Scrunchies und auch das Heatless Curl Set und auch die Kissenbezüge sind nicht besonders teuer dafür, dass es 100% Maulbeerseide ist. Und ja, ich bin eigentlich ziemlich begeistert von den Sachen. Also ich nutze sie wirklich permanent. Das ist nicht so, dass ich das bekomme, euch zeige und in den Schrank lege, sondern ich benutze diese Sachen wirklich. Und das, finde ich, ist die beste, der beste Erfahrungsbericht, den man machen kann, wenn jemand wirklich Sachen auch benutzt und nicht nur in die Kamera hält und dann verschenkt, weiterverkauft oder einfach in den Schrank stellt, legt, wo es dann Staub sammelt. So, ich würde wirklich gerne jetzt ein Nickerchen machen, aber jetzt trinke ich erst meinen Kaffee, an dem ich noch nicht einmal genippt habe und ich quatsche jetzt schon fast, über 13 Minuten. Das wird wahrscheinlich auch wieder ein sehr langer Vlog, habe ich so im Gefühl. Das heißt, ich werde diesen Vlog an dieser Stelle jetzt auch beenden.
Bedanke mich dafür, dass ihr mir auch in diesen Tagen wieder Gesellschaft geleistet habt und würde mich freuen, wenn ihr auch zum nächsten Video einschaltet. Falls ihr das noch nicht getan habt und gerne mehr Content von mir sehen wollt, dann lasst mir gerne ein Abo da. Auch über einen Daumen hoch freue ich mich sehr und natürlich freue ich mich immer, wenn ich von euch lesen kann in den Kommentaren. Ich versuche auch jeden Kommentar relativ zügig zu beantworten. Manchmal komme ich nicht so wirklich dazu, weil ich auch noch andere Sachen außer YouTube zu tun habe. Aber ja, danke, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Tschüss!